meinem Buch Living a Self-Made Life, welches diesen Montag erschienen ist, spreche ich sehr offen über das Thema Mobbing und dass ich diesem selbst früher zum Opfer gefallen bin. Am allerersten Schultag wurde mir von einem Mitschüler auf dem Nachhauseweg die Schultüte abgezogen und ich bekam einen Tritt in den Rücken. In den Pausen musste ich das mitgebrachte Essen einem Mitschüler geben und stellte mich dann in eine Ecke, in der mich keiner sehen konnte, bis ich im Alter von 12 Jahren meinen ersten PC bekam. Ich bin in virtuelle Welten wie die von Warcraft 3 oder WoW geflüchtet, weil mir das reale Leben keinen Spaß mehr machte. Und eigentlich wollte ich auch mit diesem Kapitel gerne abschließen. Aber das Thema ist mir zu wichtig, um nicht darüber zu sprechen. In meinem Buch spreche ich einfach extrem oft über dieses Thema. Vielleicht erstmal vorweg, woher kommt eigentlich dieser Gedanke, jemanden zu mobben, vielleicht zu haten oder in der Folge dann auch irgendwann Gewalt auszuführen? Schau mal, das Wort Mobbing oder auch to mob kommt vom englischen Wort und ein Mob ist quasi so ein Gesindel, ist halt eine Ansammlung von Menschen. Ja, ein Mob beispielsweise, der irgendwie mit Fackeln hinter jemanden her ist, weil er etwas getan hat, eine Straftat oder so. Und to mob heißt im Endeffekt jemanden belästigen, jemanden bedrängen oder jemanden ärgern. Und das fängt eben sehr oft schon in der Schule an. Schau mal, da ist es beispielsweise meistens so, dass irgendjemand in der Schule ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat. Tendenziell eine introvertierte Person oder eine Person, die einfach anders aussieht, die vielleicht eine Behinderung hat oder die einfach von der Norm etwas abweicht. Und in der Klasse gibt es dann meistens auch ein, zwei andere Personen, die genau das sehen. Und dann gehen sie auf diese. Das heißt, Mobbing passiert eigentlich nicht so im Kollektiv. Das heißt, die ganze Klasse fängt an, auf jemanden zu gucken und zu sagen, hey, du bist irgendwo anders. Sondern es startet meistens bei ein, zwei Personen, die ganz gezielt sozusagen ein Opfer auswählen, der einfach anders aussieht, anders ist. Und diesen dann auserkoren haben als die Person, die in den Mittelpunkt gestellt wird, über die dann am Ende alle lachen oder die im Endeffekt von allen gemobbt wird. Und das ist, wenn du es so nimmst, es klingt vielleicht hart, aber ein Urinstinkt. Das heißt, wir haben uns auch schon immer in der Evolutionstheorie, wenn man sich das mal anschaut, zusammengetan, um als Gemeinschaft etwas zu tun. Nur ist es natürlich hier in diesem Fall etwas ganz Schreckliches, weil es wird eine Person auserwählt, die vielleicht sogar irgendwie einen Mangel hat, ja, die vielleicht sogar extra introvertiert ist, super viel Angst und so weiter. Und das wird ausgenutzt von eben diesen Leuten, die sagen, hey, guck mal, wir haben da einen gemeinsamen Feind, weil er eben anders ist. Wir können zusammen draufgehen. Das stärkt zwar die Community, also die Mobbing-Community, aber sorgt natürlich dafür, dass eine Person dann der extreme Außenseiter ist. Aber was ist jetzt eigentlich der Initiator? Also warum wird eine Person überhaupt ausgewählt von ein, zwei anderen? Meistens ist es tatsächlich so, so traurig das jetzt auch klingt, Langeweile oder Neid. Oder die Personen haben selber Probleme, werden aggressiv dadurch. Also sie versuchen Probleme zu entladen, sie versuchen Aggression zu entladen. Und weil es ihnen selber nicht so gut geht oder weil sie selber dieses Gefühl haben, irgendwie sich in den Mittelpunkt stellen zu müssen, ja, das ist eine Kompensation im Endeffekt von Dingen, die vielleicht zu Hause schief laufen, wird eben diese Person ausgesucht. Also es liegt selten an der Person selbst, sondern meistens eben an diesen Aggressoren, die einfach eigene Probleme haben und sagen, hey, bevor ich mich mit diesem Problem beschäftige oder so, um so ein bisschen zu entfliehen, nehme ich lieber eine andere Person, ja, und stelle die in den Raum, damit augenscheinlich es dieser Person noch schlechter geht als mir. Bei mir im Buch Living a Self-Made Life spreche ich über zwei Extremfälle, denn auch ich bin früher wirklich Mobbing-Opfer gewesen. Der eine Fall, das war jemand schon in der Grundschule, leicht übergewichtiges Kind gewesen, ja, eher wirklich extremes Aggressionspotenzial, hat sich in jeder Pause geprügelt und mich irgendwann gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm irgendwie nachmittags zu spielen. So, er ist halt zu mir gekommen, wir haben zusammen gesessen, wir haben Gameboy gespielt, meine Mutter hat irgendwie für uns Essen gemacht und so weiter. Und er hat schon sofort angefangen, und ich habe das auch gemerkt, aber ich habe mich einfach nicht getraut, etwas zu sagen, mir beispielsweise irgendwelche Gameboy-Spiele zu klauen. Dann kam es halt dazu, ja, dass er bei uns immer irgendwie gegessen hat und ich wollte den ehrlich gesagt nur loswerden, nur ich habe mich halt auch nicht getraut zu sagen, hey, ich habe irgendwie keine Lust, mit dir etwas zu machen. Und er hat es aber gemerkt und wurde aggressiv dadurch und hat dann angefangen, mich beispielsweise mal zu schubsen, mal irgendwie zu schlagen. Und irgendwann hat er mich mal geschubst und ich weiß noch ganz genau, das ist der einzige Bruch, den ich jemals hatte. Ich habe mir dabei den Ring oder Mittelfinger gebrochen. So, und ich habe mich natürlich nicht getraut, das meinen Eltern zu sagen, dass ich irgendwie geschubst wurde, weil ich dachte, hey, wenn der jetzt meine Mutter jetzt bei seiner Mutter anruft und so weiter, dann habe ich vielleicht noch mehr Stress. Und so wurde ich langsam auch durch diese Person irgendwie zu einem Mobbing-Opfer, weil der sich natürlich dann über meinen Gips in der Schule lustig gemacht hat und so weiter. Später kam raus, und das ist halt jetzt auch
wichtig zu wissen, also wirklich Jahre später, dass sein Vater Alkoholiker war. Der hat ihn und die Mutter geschlagen. Die sind irgendwann ins Frauenhaus gegangen. Ja, also die Mutter hat das Kind dann mitgenommen. Der war dann auch nicht mehr bei uns in der Schule. Also es lagen einfach zu Hause extreme Probleme vor. Ein anderes Beispiel, auch aus meiner Schulzeit, war jemand, der schon früh Sport gemacht hat. War wirklich so einer der allerersten, der im Verein war, der angemeldet wurde, der irgendwie 4-5 Mal die Woche Sport gemacht hat. Und du hast halt gemerkt, immer wenn wir die Sportstunden hatten, musste er sich in den Mittelpunkt stellen und hat gesagt, ja, ich kann das ja alles, ich bin ja viel sportlicher, viel muskulöser und so weiter. Und ihm hat es einfach nicht gereicht, diese Anerkennung, dass Leute gesagt haben, ja, ey, du bist viel besser als wir, ja, du schießt immer die Tore oder machst die Körbe oder so. Nein, er hat sich ganz gezielt die Leute rausgesucht, wie auch wieder mal mich, ja, der irgendwie nicht so sportlich war, um zu zeigen, dass dieser Kontrast einfach viel größer war. Also hier war es im Endeffekt so, dass Mobbing dazu geführt hat, dass der Kontrast größer wurde. Und er sich selber gedacht hat, seine Anerkennung wird noch stärker, wenn er sozusagen den anderen Kids zeigt, hey, guckt mal, ja, ihr findet mich zwar gut, aber im Kontrast zu zum Beispiel Torben oder anderen Leuten, die nicht so sportlich sind, ist meine Leistung eigentlich noch viel, viel stärker, als ihr bereits dachtet. Und sowas ist halt früher natürlich irgendwie an der Schule geblieben, ja, auf dem Pausenhof, in dem Hinterhof. Heutzutage ist es ja so, wenn du mal durchs Netz gehst, es gibt super viele Videos davon. Ja, Leute filmen, wie Leute gemobbt werden, geschlagen werden, stellen das im Internet, weil es einfach neue Kommunikationswege gibt, die ermöglichen sozusagen dieses Thema Mobbing oder auch dieses Mobbing-Opfer noch viel krasser an den Pranger zu stellen. Damals war es vor 20 Leuten, jetzt ist so ein Video teilweise für 200.000 oder vielleicht sogar 2 Millionen Leute publik. Plus, was kam auch durch das Internet hinzu? Ich habe gerade schon über Gruppierungen gesprochen. Eine Gruppierung zum Beispiel in einem Klassenzimmer war irgendwie okay, die 18 Leute tun sich zusammen, das sind die coolen Kids, die haben 2 Auserkoren, das sind die Mobbing-Opfer, also sind es 18 gegen 2. Das Internet bietet aber eine Menge Möglichkeiten, noch viel größere Communities zu bilden. Ja, so gibt es beispielsweise die fitnessaffinen Leute oder die Grind und Hustle Community, wo ich auch schon ein Video drüber gemacht habe. Es gibt die Veganer, es gibt die Leute, die so und so leben, es gibt religiöse, politische Gruppierungen und so weiter. Und es ist viel leichter, ja, einen gemeinsamen Feind zu ernennen, auch wenn es nicht eine Einzelperson ist, sondern vielleicht eine andere Gruppe, und sich sozusagen im Internet zu bekriegen. Und dadurch wird Mobbing eben zu einem viel stärkeren Thema. Plus der Multiplikatoreffekt. Ja, man hat es in der Vergangenheit gesehen, es gibt tragische Todesfälle deshalb, weil einfach Leute an den Pranger gestellt werden. Ja, irgendwelche Ex-Freundinnen oder du warst im TV und hast einmal was Falsches gesagt und es stürzen sich einfach alle drauf und die Medien berichten darüber und aufgrund von einem Satz urteilt im Endeffekt die halbe Nation, ob du ein Arschloch bist oder nicht. Und das sind natürlich Dinge, warum dieses Thema meiner Meinung nach so wichtig ist, weil wir einfach eine viel, viel größere Verantwortung haben. Klar, früher war das schlimm. Ja, und auch ich, als ich das Buch beispielsweise geschrieben habe, habe früher viel an diese Zeit gedacht oder mich zurückerinnert gefühlt und dachte, okay, deshalb habe ich Schule als so negativ gesehen. Heute ist es so, dass es tatsächlich Menschen in den Suizid treibt oder komplette Leben zerstört. Und das, was früher wirklich für Anerkennung in einer kleinen Gruppe passiert ist, passiert halt heute im Internet für eine größere Gruppe. Das heißt, es werden bestimmte Schönheitsideale gesehen. Ja, Leute legen sich unters Messer, um mehr Likes zu bekommen, mehr Views, mehr Anerkennung. Und das stackt halt alles. Ne? Das multipliziert sich eben alles durch Social Media. Und deshalb ist meiner Meinung nach das Thema wichtiger denn je. Denn wenn man jetzt nicht aufklärt und über das Thema Mobbing spricht oder was Leute auch alles für cringe erachten und so weiter. Also du machst eine falsche Bewegung und Leute sagen, oh, das ist weird, das ist cringe oder guck mal, was er gemacht hat. Es wird viel schneller mit dem Finger auf Leute gezeigt und es wird einfach viel schneller geurteilt als noch früher, weil es jetzt eben diese Möglichkeiten dazu gibt. So, jetzt aber vielleicht ein kleiner Lösungsansatz. Was kann man dagegen tun? Das ist nun mal der Status quo. Ich glaube, zu einem gewissen Maß musst du einfach dein Ding machen und aufhören, immer Empfänger zu sein. Also du musst dir ganz genau überlegen, okay, welches Feedback ist dir wichtig und welches nicht. Und glaub mir, das meiste Feedback, auf das solltest du gar nicht hören. Weil immer wenn du etwas machst, das irgendwie von der Norm abweicht, zum Beispiel nicht durch das System zu gehen, sondern deinen eigenen Weg zu gehen, wird es Leute geben, die dagegen sind. Einfach, weil es anders ist. Genauso wie früher in der Schule, wenn du irgendwie eine Zahnspange hattest oder anders aussahst oder was weiß ich, die Frisur den Leuten nicht gefallen hat, ist es heute halt so, wenn du irgendetwas machst, was nicht normal ist, dann kommen eben ganz, ganz viele, die versuchen, dir das auszureden. Und wenn sie merken, das ist am Anfang so eine Art Schutzmechanismus, ja, sie wollen dich zurückholen, sie wollen dich zur Gruppe holen. Und wenn sie merken, okay, der Typ ist lost, ja, der geht seinen Weg, dann schwenkt das eben um von Schutzmechanismus zu, es wird Hass. Ja, es wird Hate, es wird vielleicht am Anfang Mobbing sein, es wird Hate sein und irgendwann schießen Leute gegen dich einfach,
weil sie neidisch sind. Einfach, weil sie sagen, hey, da hat sich jemand von der Gruppe abgewandt. Er denkt oder sie, er ist was Besseres. Ja, am Anfang versuchen wir ihn zu holen. Wenn wir sehen, wir haben ihn schon verloren, ja, dann versuchen wir ihn wenigstens zu bekriegen. Der zweite Punkt, den ich wirklich jedem empfehlen kann, beschäftige dich einfach mehr mit Psychologie. Also verstehe einfach mehr die Intention anderer Menschen. Ja, das war besonders in den letzten Jahren etwas, was mich extrem weit gebracht hat, weil früher habe ich mich immer gewundert, warum kommen solche Kommentare oder warum schreibt mir jemand sowas oder warum wird ein Freund oder jemand, der in meinem nahen Umkreis ist, irgendwann toxisch, ja, wenn man erfolgreich wird oder wenn man sichtbar wird. Und dann habe ich halt verstanden, dass jeder Mensch halt bestimmte Charakterzüge hat. Und seit ich mich mehr damit beschäftige, kann ich einfach die Intention der Leute besser lesen und verstehe einfach besser, okay, warum wird hier gehatet, warum wird hier gemobbt und warum kommen im Endeffekt solche Nachrichten. Egal, wo du dich gerade befindest, und da werde ich auch nochmal ein eigenes Video drüber machen, du kannst immer von dem, wo du jetzt bist, auf eine Art Metaebene gehen. Und glaub mir, Metaebene hilft dir immer dabei zu verstehen, warum du gerade jetzt ein Problem hast. Na, du kannst dir so vorstellen, wenn wir uns immer mit einem Thema beschäftigen, dann ist das Thema so wie eine Wand, vor der wir stehen. So, wir können nicht darüber blicken, weil das Thema ist so nah und es ist die ganze Zeit in unserem Kopf. Und wenn wir es einfach schaffen, auf so eine Metaebene zu gehen, das ist wie so ein Rauszoomen, dann sehen wir oftmals Probleme auch. Und vielleicht hilft dir aus meinem Buch, ich werde es an dieser Stelle einfach mal vorlesen, das Zitat, was tatsächlich hinten in dem Einband drin steht. Und da habe ich geschrieben, ich war schon immer anders, hatte nie viele Freunde und wurde von vielen als Freak, Außenseiter oder Weirdo bezeichnet. Das war egal, als ich erkannte, dass genau das meine Chance war. Und der Punkt dabei ist einfach, schau, die meisten Leute folgen einfach einem Strom, weil sie gefallen wollen. Die meisten Leute folgen dem Strom, weil sie sagen, mir ist die Anerkennung meiner Familie, meines Social Circles und der anderen Leute, der Masse wichtiger, als beispielsweise meine Träume zu leben oder meinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn du das aber schaffst, dich da drüber zu setzen, dann ist es eine riesige Chance, alleine deshalb, was einfach nicht so viele Menschen machen. In diesem Sinne, Selfmates, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte ein bisschen aufklären zum Thema Mobbing. Habe selber zwei wirklich Fälle von mir, ja, in diesem Video erzählt. Wer davon mehr erfahren will, checkt mein Buch aus. Diese Woche ist es rausgekommen. Ich freue mich auf jeden Fall über das ganze Feedback, wer es gelesen hat. Hier ist die komplette Story von mir drin. Und ansonsten gibt es am Sonntag um 18 Uhr das nächste Video auf diesem Kanal.